Snap TV begrüßt euch, denn heute geht es wieder um ein ganz spannendes Thema. Nicht wirklich direkt um das Ding, was ihr hier im Hintergrund seht, diesen schönen alten Baum, aber ganz ähnlich hat es was damit zu tun. Es geht um Holz. Direkt hinter diesem Baum, genau, einmal durchgeschaut, finden wir nämlich ein anderes ganz tolles Stück, was aus Holz gebaut ist, den Balkenmann. Und was ich genau meine, bitteschön. Ulrike Enders übergab am 6. November 1986 die Figur an die Stadt Hameln. Diese wollte sie zuvor auf dem St. Maurerplatz aufstellen. Letztendlich hat sie es aber auf den Wilhelmsplatz verschlagen. Durch eine verfaulte Stelle im Fußbereich kam der Balkenmann schon einmal zum Sturz, weshalb er mittlerweile auch gestützt wird. Einige der von der Künstlerin verwendeten Balken könnten bis zu 600 Jahre alt sein. Die Figur dient als Mahnung an die Zeiten, wo ältere Bausubstanzen neuen Betongebäuden weichen mussten. Auf die Frage, warum er nur einen Arm habe, antwortete die Künstlerin, dass sie nicht verpflichtet sei, komplette Figuren zu gestalten. Das war SoulSnap TV mit dem Besuch bei dem Mann aus Holz. Ich hoffe, wir sind ihm nicht zu sehr auf den Pelz gerückt. Und komm, High Five! Ich hatte schon Angst, ich breche ihm die Finger ab, so morsch wie das Holz hier hinter mir ist. Danke fürs Zuschauen!